Das ist ein totaler Topseller. Wir sind bei Blaupunkt tatsächlich in Hameln. Das ist der Urpunkt aus dem Thema K-Hifi und so weiter und so fort. Und hier, ja, hier ist der Werksverkauf. Und ich grüße dich, Matthias. Hi. Hallo Sven. Ja, guck mal, das ist die Webseite und die Fiete, die gibt es hier im Werksverkauf als B-Ware und ist quasi das gleiche Fahrrad mit wenigen Kilometern, 3 bis 5 Kilometer haben die meisten auf der Uhr, als B-Ware für 1199 Euro. Das weiß aber nicht jeder. Nein, wie gesagt, wir haben hier einen B-Warenverkauf und wir haben hier Fahrräder, die entweder Probe gefahren wurden oder aus der Ausstellung kommen oder vielleicht auch mal eine Retoure waren mit ganz wenig Kilometern, aber die sind einfach top geprüft und in Ordnung, macht man nichts falsch. Es geht darum, die waren nicht kaputt, sondern da hat ein Kunde wegen diesem Rücknahmegesetz, gibt's ja, ich habe ja, glaube ich, 2 Wochen Zeit, irgendwas zurückzuschicken aus dem Versand, da kommen die schon mal zurück und dann ist es bei euch automatisch B-Ware. Ja, wir machen davon eine B-Ware, wir schauen uns die Fahrräder an, wir machen die vielleicht, stellen die nochmal neu ein, fahren damit eine Probe, volle Garantie, überhaupt kein Problem, man macht nichts falsch. So, der Kunde kann die entweder neu kaufen für 13,99 oder kauft die als B-Ware jetzt für 11,99. Das haben wir schon gezeigt, die Fiete. Das ist ein schönes Fahrrad, ist sehr kompakt, man kann es falten, das ist das Coole, oder? Ja, wie gesagt, es ist ein Magnesiumrahmen, wir haben ein sehr leichtes Fahrrad. Faltbar, klar, ist es zugelassen, es hat eine ordentliche Lichtanlage, ist es gut zu transportieren, auch ideal für Pendler, die mit der Bahn fahren. Ich kann das Fahrrad falten und dann habe ich auch eine kleine Rolle, ich kann das dann auch schieben. So, Jan, du darfst mal das Notebook wegnehmen, wir packen es nochmal ein. Zeig nochmal ganz kurz den Preis, also B-Ware. 1199 Euro kann ich auch per PayPal zahlen, das ist aber viel cooler. Es hat ein E-Motor mit drin, bis zu 70 Kilometer Reichweite, nur 21 Kilo Gewicht. Es hat Magnesiumrahmen. Ist er jetzt stabil oder ist er leicht oder beides? Ja, beides. Er ist so stabil, dass man auch ein paar Kilo wiegen darf. Über 100 Kilo darf man wiegen. Aber dabei ist er eben auch leicht. Ja, von Blaupunkt. Ja, vielen Dank, Jan. Macht mal zu, die brauchen wir gleich noch. Da steht Blaupunkt drauf. Das hier ist die Urzelle von Blaupunkt. Viele dachten ja, ja, Blaupunkt gibt es ja gar nicht mehr. Stimmt ja gar nicht. Genau, das ist eben der Irrglaube. Wir sind ja nicht weit weg von Hildesheim. Blaupunkt hat ja eben eine schlechte Vergangenheit. In der Vergangenheit war da die Insolvenz 2015. Blaupunkt ist nach Hameln gezogen. Wir haben heute viele Mitarbeiter mitgenommen, die früher schon und viele Jahre bei Blaupunkt waren und jetzt auch bei Blaupunkt sind, auch teilweise über 40 Jahre bei Blaupunkt, also richtige Urgesteine dabei in der Entwicklung. Und somit sind wir hier der Hersteller und in Hameln. Du bist seit 1989 dabei, richtig? Ja, ich bin nicht bei Blaupunkt dabei, aber ich bin eigentlich immer aus der Elektronik. Ich bin Elektroniker und kenne mich auch mit den Produkten aus und bin mit den Entwicklern dabei. Von der Seite her weiß ich, wovon ich rede. Da vorne läuft jemand rum wie Falschbier. Wenn du mal kurz zu mir kommst. Der Mann ist nämlich auch wichtig, auch schon ewig dabei, oder? Ja, genau. Das ist nämlich einer der Urgesteine. Das ist Bernd Knär aus dem Product Management bei uns. Bernd, grüß dich. Grüß dich. Ist das ein gutes Fahrrad? Nein, das ist ein sehr gutes Fahrrad. Warum? Was macht das sehr gut? Jetzt mal ehrlich. Ja, vor allen Dingen muss ich sagen, dass das Fahrrad das hat, was es braucht. Und vor allen Dingen die Qualitätskontrolle, die wir haben. Wir machen ein Fahrrad, das für Deutschland gedacht ist und nicht irgendein Fahrrad, das nicht zugelassen ist zum Beispiel. Ganz wichtiges Thema. Viele Fahrräder kann ich über ein verstecktes Untermenü schneller machen. Das ist nicht erlaubt. Es darf nicht ohne weiteres, also ohne großen technischen Aufwand, einfach umgestellt werden. Das ist bei euch geblockt, das geht gar nicht. Nein, das ist geblockt, das geht leider nicht. Leider sage ich für einige Zielgruppe, aber ganz bestimmt ist das nicht möglich. Das heißt, also du kannst aus diesem Fahrrad, es ist ja zulassungstechnisch ein Fahrrad, obwohl es einen Motor hat, kein Kraftfahrzeug machen. Das geht nicht, weil viele das nicht wissen. Die gehen hin, haben einen Gasgriff zum Beispiel dran, das kennst du. Ja. Gerade viele China-Bikes haben einen Gasgriff dran. Richtig. Dann fahren die damit und dann passiert ein Unfall. Was kann da passieren? Ja, das ist ja faktisch ein Motorrad, ne? Wenn man es genau nimmt. Das ist kein Fahrrad mehr. Bei diesen Fahrrädern musst du treten. Es ist ein Fahrrad. Das heißt, du musst treten, um den Motor zu aktivieren.
Also man darf so eine Starthilfe haben, nur bis 6 km/h. Oft ist es so, dass die dann eingestellt sind auf 6 km/h und der Kunde kriegt so ein Handbuch mit, das kennst du von den China-Bikes, und da sagt der Händler schon, ja, dann tippen Sie mal das da und halten Sie mal das beim Anmachen fest und dann gehen Sie mal im Menüpunkt 13 und dann fährt das bis 30. Und das machen die Leute teilweise auch. Oder sie machen es nicht und der Polizist macht ihnen vor, wie das geht. Und nee, das passiert wirklich. Die Polizisten, die sind ja alles andere wie blöd, sondern ich meine, das sind Spezialisten auf ihrem Gebiet. Und die wissen ganz genau, wenn die so ein Fahrrad sehen, dann googeln die das einmal, finden diese Anleitung, das ist alles schon passiert. Ja, das ist alles schon passiert. Und dann passieren auch Unfälle, ne? Ja. Die Qualitätskontrolle geht aber nicht nur, dass man den also das, was Spaß macht, runterdreht. Ich meine, es wäre ja schön, wenn es fahren würde, aber der Gesetzgeber hat sich ja was dabei gedacht, ja. Das Ding dürfen ja auch Kinder fahren, das ist ja das Besondere. Und ich sag mal, Kinder, wenn die jetzt selbstfahrende Fahrräder hätten mit 30 km/h, wie wir das gesehen haben in Kanada, und man würde die alle auf die Straße loslassen, wäre ja auch nicht so toll, oder? Nee, das ist schon richtig. Ich meine, wir haben uns ja schon Gedanken gemacht, wie wir mögliche Unfälle vermeiden können. Und wir sind ein deutscher Hersteller, möchten auch nicht irgendwas Verbotenes machen. Und das kommt bei uns gar nicht in Frage. Deswegen ist es auch per Code gesichert und man kann es eben nicht dekodieren oder umkodieren. Ja, Blaupunkt, das ist nicht nur irgendein China-Bike, wo ihr einen Namen draufgeklebt habt und gesagt, das wird jetzt gebrandet. Das habt ihr bei euren Herstellern extra für euch herstellen lassen. Wo werden die denn zusammengebaut eigentlich? Die werden hauptsächlich in Europa zusammengebaut und vor allen Dingen unter anderem auch in Polen. Also das heißt, die kommen nicht aus China, werden hier dann aufgebaut komplett, sondern die werden zusammengebaut in Europa. Ganz richtig. Okay. Ist der Motor stark? Der Motor ist so stark, dass er die 25 Stundenkilometer erlaubt und nicht mehr. Und nicht mehr. Es gibt ja so die Dauerleistung 250 Watt, die wird er wahrscheinlich erreichen? Ja. Absolut. Also 250, und wenn man reintritt, dann kann er meistens auch ein bisschen mehr. Wir können es ja mal ausprobieren. Und die Can kann uns mal beschreiben, wie das abgeht. Can, zieh mal einen Helm an und dann probieren wir es mal aus. Wir sind in der Nähe von Hildesheim. Also viele kennen ja Blaupunkt unter Hildesheim. Ja, Blaupunkt Hildesheim, eigentlich der Begriff, auch auf dem Bosch-Gelände. Und hier sind wir in der Nähe. Wir sind hier in Hameln beim Rattenfänger, ungefähr 40, 50 Kilometer entfernt von Hildesheim. Deswegen kommen auch unsere Urgesteine, unsere Alt-Blaupunkt-Leute aus Hildesheim angefahren, weil sie in Hildesheim wohnen. Und es ist in der Nähe. So, wir zeigen es mal gerade. Wie geht es an? Wie geht's an? Soll ich mal unterstützen? Hey, ja, ja? Wir drücken mal und halten. Doch, einfach nur So, und schon, dann haben wir hier die Unterstützungsstufen 1 bis 3. Ja, und dann kann die Reise auch schon losgehen. Du hast die Pedale ausgeklappt, das ist gut. Somit kannst du ja, nämlich auch ordentlich... 1 bis 3, so, dann machen wir 3, Can. Machen wir 3. 3 ist nämlich gut, weil viele sind nicht mehr so gut unterwegs. Ganz, ganz wichtig ist der Spritschutz. Also wenn du unterwegs bist und du bist jetzt, ich sag mal, im Herbst unterwegs, es regnet, dann sehen die Leute anschließend aus wie vollkommen nass gespritzt. Ja, ja, wir haben, es ist ein sportives Bike. Wir haben jetzt einfach nicht nur so ein Fahrrad, was ja, vielleicht ein bisschen ommerig aussieht, ja, ja. Ne, sondern es sieht sportlich aus. Wir haben trotzdem ein paar Schutzbleche da dran, damit ich eben nicht nass werde. Natürlich kann immer noch ein bisschen was dazukommen, sind ja auch klein die Schutzbleche, aber es funktioniert gut. Es funktioniert gut. Das hintere Blech ist so groß, dass es auch wirklich funktioniert. Ja, ja, weil gerade der hintere Teil, durch das, dass man vielleicht mal durch eine Pfütze fährt oder gar ein bisschen mehr als Schlamm oder was auch immer, das ist der kritische Teil. Das heißt, der ganze Rücken wird verspritzt. Auf dem vorderen Teil sind es ja meistens nur unter Anführungsstrichen die Füße. Aber der Rücken ist natürlich das große Thema. Du hast vorne natürlich den Vorteil, dass der Rahmen auch noch einiges abhält, wenn du gerade fährst. Ganz. Da ist das nicht so schlimm. Can, wenn du dich nochmal drauf begibst und mal beschreibst, wenn du anfährst und mal etwas langsamer fährst und mal so trittst, denn es gibt tatsächlich eine Gangschaltung, sie ist jetzt auf dem größten Gang, das heißt der Gang, der jetzt am schwersten geht. Das Coole ist, die Schaltung ist so robust, das ist keine 11-fach- oder 12-fach-Schaltung, sondern das ist eine Schaltung mit einer dicken Kette, sodass man davon ausgehen muss, dass das Leben des Fahrrades eigentlich die Kette, wenn man sie ein bisschen pflegt, also das heißt sauber macht, mal ein bisschen ölt. Ja, die Pflege des Fahrrads muss natürlich sein, aber es ist eine lebenslange Kette, die lebenslang halten kann. Absolut. So. Das sieht man nämlich hier. Auch hier habt ihr an der Schaltung, ihr hättet auch ein billiges China-Schaltwerk holen können. Ihr habt eine Original-Shimano genommen. Das ist eine Original-Shimano-Schaltung, ganz richtig. Richtig. Das sieht man hier hinten. Dann habt ihr einen Fallschutz an der Schaltung dran gemacht. Ja.
Also das ist da vorne zu sehen. Das heißt, es kann ja immer mal passieren, dass es mal zur Seite kippt und dann soll ja die Schaltung nicht kaputt gehen. Da soll die Schaltung nicht kaputt gehen, weil die muss geschützt sein. Das ist ja eins der delikaten Sachen. Und es kann ja mal passieren wirklich, dass das Fahrrad entweder angelehnt wird irgendwo oder zur Seite fällt. So, wo ist eigentlich der Motor drin? Der Motor ist versteckt. Und zwar sitzt der exakt hier. Ach echt? Der ist da drin? Ja, der ist da drin. Der ist exakt da drin. So, wenn es jetzt regnet, geht er natürlich direkt kaputt. Nein, weil er komplett geschützt ist gegen Regen, gegen Wasser, gegen Staub natürlich auch oder Schlamm. Okay, ich darf ihn natürlich nicht in die Mosel schmeißen und dann irgendwie ein Jahr warten. Ja, also zum Tauchen ist es nicht so gedacht. Aber der Pfütze, Regen spielt keine Rolle? Das spielt überhaupt keine Rolle, nein. Oh, das ist vielleicht ganz wichtig. Batterie, das ist ein ganz wichtiges Thema. Viele Leute, gerade im Winter, stellen das Fahrrad ab, benutzen es nicht, packen es im Frühjahr aus, Batterie ist kaputt. Ihr habt eine spezielle Schutzschaltung drin, dass das nicht passieren kann. Das Thema Tiefenentladen, das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, die Akkus haben einen Tiefentladeschutz. Ganz wichtig, bevor wir so weit runterkommen, dass wir sie reanimieren müssen. Aber das ist, kann bei den Akkus nicht passieren. Sie sind auch vernünftig gelagert. Man kann es aber auch rausziehen, das Akku. Man kann es mit in den Haushalt nehmen, kann es auch im Winter mal zwischendurch mal laden. Ne? Gerade wenn es auch mal im kalten Keller liegen könnte. Besser ist rausnehmen, mit in den Haushalt nehmen und im Auge behalten. Ja, wir zeigen am besten mal die Bremsanlage. Und da werden jetzt viele kommen, werden sagen, da ist ja gar keine hydraulische Scheibenbremsanlage drauf. Also schon mal gut ist, dass überhaupt eine Scheibenbremsanlage drauf ist. Aber ich zeige das mal gerade. Wenn du es mal gerade drehst, bitte, um 180 Grad das Rad. Und dann mal zur Rückseite gehst. Das ist... Ah, ich liebe die Jan. Die macht alles, was ihr wollt. Guten Morgen. Ist ganz schön kalt hier in Hameln. Ja, definitiv. Zumindest heute. Zumindest heute. Es war auch schön warm gestern. Und da sieht man, da ist eine ordentliche Scheibenbremse drauf. Die ist jetzt mit einem Seilzug. Ist das schlimm? Nein, das ist natürlich. Man kann so ein Fahrrad auch aufpimpen. Wir haben hier darauf verzichtet. Es ist ja auch eine Preisfrage. Wir haben hier eine Tektro-Bremse, die ist gut. Das ist eine ordentliche Scheibenbremse. Sie bremst ordentlich, ist mit dem Fahrrad wirklich gut ausgerüstet. Aber wie gesagt, eben natürlich kann man es hydraulisch machen. Es ist immer eine Preisfrage. Wir haben darauf verzichtet, aber irgendwann wird das vielleicht auch mal kommen. Man muss sagen, ich gebe dir nur zum Teil recht. Es ist vielleicht nicht der große Aufpreis, aber es hat einen riesen Nachteil, wenn du eine hydraulische Scheibenbremsanlage hast und eine Dot-Flüssigkeit. Die meisten haben eine Dot-Flüssigkeit drin. Und die Dot-Flüssigkeit müsste eigentlich einmal im Jahr getauscht werden. Das ist, es gibt zwar jetzt mittlerweile die gleichen Scheibenbremsanlagen auch mit einer Mineralflüssigkeit, aber das Problem ist bei den Falträdern, und das ist wirklich wahr, die werden oft mal geknickt. Und das ist ein echtes Problem. Also es geht jetzt klar, wenn jetzt hier der Baudenzug zum Beispiel richtig geknickt wird, ist er auch kaputt. Ja. Ist er auch kaputt. Aber der kann viel mehr ab wie eine hydraulische Bremsanlage. Der kann nicht abreißen. Du kennst das selber. Du hast das Ding hinten in der Garage drin liegen und dann ist es zusammengefaltet. Das werden wir gleich mal machen. Und dann fällt was dagegen oder es wird was abgerissen. Ja, vor allem, so. Wir knicken das Fahrrad ja auch. Ne? Also wir falten, ist es besser gesagt. Wir falten das und wir falten das ja eben mit dem Baudenzug. Ne, und das haben wir natürlich bei einer hydraulischen Bremse, aber wir haben das nachher beim anderen Bike ja noch. Es geht zwar mit einer hydraulischen Bremse, aber robuster ist natürlich das. Ich habe mal eine kleine Bitte. Wenn du mal gerade so richtig schön dann da mal Gas gibst und da mal ordentlich abbremst und vielleicht den Helm zumachst, das hast du eben nicht gemacht. Ja, wahrscheinlich, weil ich nochmal so gar keinen trage. Okay. Sie war nämlich in Hamburg, hat gesagt, ich ziehe keinen Helm auf. Warum? Da geht meine... Keine Helmfrisur hat. Du hast keine Helmfrisur. Kann dir jemand mal helfen mit dem Helm unten, dass wir den auch nicht zumachen? Ist schon zu. Ist schon zu. Okay. Wird schon. Sehr gut. Du, ich brauche dich ja noch. Zumindest mal bis morgen brauche ich dich noch. Du traust den Bremsen schon, ne? Da, ich traue den schon. Und da werden wir jetzt mal zeigen... Ich auch. Du bremst wirklich. Bremst vorne, hinten, bremst top. So, das kann man gleich mal sehen. Ja, man muss nämlich die Unterschiede sehen. Es ist nicht immer die hydraulische Scheibenbremsanlage, die unbedingt besser ist. Viel wichtiger ist, dass es eine Tektro ist. Auch da kannst du natürlich auf ganz günstige China-Bauteile zurückgreifen. Tektro, einer der namhaften Hersteller für Bremsanlagen. Ja, einmal das und auf der anderen Seite haben wir auch Teile. Wir können Teile nachkaufen. Es sind, man sieht, es bremst. Ne, es ist keine Billigbremse oder keine Billig-China-Bremse. Ich zeig das mal. Sie hat jetzt gerade... Man sieht die Spuren der Bremsen. Also die packt so zu, dass du auch vorne theoretisch dich überschlagen könntest.
Ist wirklich so. Das also, ist wirklich so. Also wenn man nur vorne bremst vor allen Dingen auch. Nur vorne und dann eine Schockbremsung macht. Also wer denkt, bloß weil die einen Seilzug haben, würde die nicht gut funktionieren. Ich muss das erläutern, weil ist es so, die kommen in den Laden rein und da sagt der Händler schon, oh, Blaupunkt. Die haben eine Seilzug-Bremsanlage, ja. Bitte ausprobieren, verkaufen dann den Leuten eine 4-Kolben-Bremsanlage auf dem Faltfahrrad. Ich sag mal, das Ding wiegt ja nichts, muss man auch dazu sagen. Genau, das Fahrrad ist ziemlich leicht. Wir haben ungefähr um die 20 Kilo. Dadurch mit der Bremsanlage sind wir eigentlich sehr gut unterwegs. Und es gab auch selten irgendwelche Beschwerden oder Ähnliches, sondern das passt zu dem Fahrrad ganz gut. Ja, man kann auch den Seilzug alles selber auch mal servitieren. Das ist das. Also wer ein bisschen mit dem Schraubenschlüssel umgehen kann, der kann das Ding reparieren. Ja, es ist einfach ein typisches Fahrrad, was repariert werden kann. Man kennt es aus der Kindheit noch, wo man am Fahrrad rumgeschraubt hat. So kann man das hier auch noch machen. Man kann die Fahrrad oder die Bremse, kann man sich die einstellen, ein bisschen stärker einstellen. Alles gut. Ist das Ladegerät dabei? Ladegerät ist selbstverständlich dabei. Wie lange braucht man denn zum Laden, wenn es ganz leer ist? Ich behaupte mal zwischen 5 und 7 Stunden. 5 und 7 Stunden, ist ja nie ganz leer. So, dann falten wir es mal auseinander. Matthias, du magst mal zeigen, wie es geht? Ja, ich zeige dir das mal. Ja, wir können den Lenker runter machen. Den klappen wir da hin. Jetzt ist schon mal viel kleiner jetzt. Das ist schon mal ein Stück kleiner, aber es wird noch kleiner. Ach so, jetzt die Pedale werden angeklappt. Ja, du hattest Sven das schon angesprochen. Wir haben ja hier den Schutz, ne, damit wir die Shimano-Schaltung nicht belasten, wenn wir es in den Kofferraum zum Beispiel legen oder das Schaltauge abbrechen könnten. Dafür haben wir hier einen vernünftigen Bügel. Somit kann ich es auch ruhig auf die Seite legen, gerade wenn ich es im Kofferraum packe. Aber so. Wir falten mal. Da vorne kommen übrigens die Winterjacken, hast du gesehen, Matthias? So, das heißt, du faltest es auseinander und sag mal, das ist da vorne rot. Was hat das für eine Funktion, dass hier so ein roter Punkt ist hier in der Mitte? Hier, das ist der Schalter, damit das Fahrrad auch merkt, es ist gefaltet und ich darf jetzt nicht losfahren. Dafür wird das nämlich hier abgeschaltet. Ach, das wird zwangsabgeschaltet? Ja, es wird abgeschaltet und ich kann jetzt einfach damit so nicht durch die Gegend fahren und das kann mir auch nicht abhauen. Sehr cool. So, und dann? Was machst du dann? So, dann kann ich das jetzt hier hinstellen oder ich kann das eben auch so. Anpacken. Jetzt noch rausziehen. So, dann alles. Ist noch ein bisschen kleiner und jetzt kann ich es auch hinlegen und in den Kofferraum packen. Das hat auch einen Magneten, glaube ich, zwischen den Reifen. Genau, damit er nicht auseinander geht, habe ich einen kleinen Magnet. Den zeigen wir nochmal da. Ach so, das hält. Magnet und dann. Ja. So, fällt er mir nicht auseinander. Can, ich würde dich mal bitten, wenn du das mal so in die Hand mal nimmst und genau, Helm mal abgeben, ob eine Frau von heute das einfach hochheben kann. Ist es sehr schwer? Wo ist der Kofferraum? Es sind 22 Kilo, muss man sagen. Also klar, wer das nicht tragen kann, der kann ja auch den Ehemann bitten, dass er hilft. Dann sind es nur noch 11 Kilo. Ja, ich laufe ja auch mit so einem Fahrrad nicht unterm Arm durch die Stadt, sondern entweder fahre ich damit oder ich trage es in die Eisenbahn oder in den Kofferraum. Aber ich trage dann nicht unterm Arm mit. 21. März 2024. Wir haben es den wärmsten Tag des Jahres ausgesucht hier in Hameln. Ja, Sven, ich habe gleich gesagt, komm, einen Tag früher. Gestern war es hier warm, heute ist es hier kalt, aber wir müssen heute durch. So, die Saison beginnt. Ihr könnt liefern. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Man kann es im Shop bestellen bei euch. Entweder als B-Ware. Die hat denn zwischen 3 und 5 Kilometer wahrscheinlich weniger drauf als das Fahrrad, was hier ist. Das ist wahrscheinlich euer Vorführer hier, ne? Hier haben wir, was hast du gesagt? Wie viele Kilometer sind da drauf? 3 bis 5. Ja, das sind ungefähr so die Vorführer oder Ausstellungsstücke, die auch vielleicht mal auf der Messe gestanden haben, aber da auch nicht bewegt wurden, aber sind meistens unter 10 Kilometer. So, die kann ich im Internet bestellen. So, entweder neu für 13,99 oder für 11,99 habe ich gesehen jetzt als B-Ware oder, es kommt noch viel besser, man kann hier vorbeikommen und das ist eine Besonderheit, die kaum jemand weiß. Ihr habt einen Werksverkauf, so eine Art Outlet-Shop. Ja, man kann uns auch erleben hier in Hameln, man kann hier vorbeikommen. Wir haben einen Werksverkauf, wir haben unseren Container, wo eine Ausstellung drin ist. Diverse Fahrräder können hier gefahren werden, angefasst werden, ja, besichtigt werden und natürlich auch gekauft werden. Das Coole ist, man gibt einfach nur Blaupunkt Hameln ein, da kommt man direkt auf die Adresse. Und das ist einfacher, als ich dachte. Ich habe es in Google ausprobiert. Es hat sofort gefunden. Ja, einmal da oder ich komme auf blaupunkt.com, komme dann auch auf den Shop oder auch auf die Anfahrt.
Macht das Sinn, wenn ich von weiter weg komme mit meinem Wohnmobil, will hier den Werksverkauf besuchen, dass ich mir kurz vorher eine E-Mail mal schreibe, nicht, dass ich hier einen Feiertag erwische bei euch? Ja, einmal haben wir die Kontaktdaten da, man kann anrufen uns oder man kann uns eine E-Mail schreiben und auf jeden Fall ist ja auch Hameln immer eine Reise wert. Ne? Man kann hierher kommen, wir haben den Rattenfänger, kennt jeder, sollte man mal gesehen haben. Nochmal, ihr seid eine richtige Firma, wenn man anruft, geht jemand ans Telefon, nicht wie viele, ich sag mal, Versandhändler, wo ich ein Ticket kriege oder so. Nein, hier, also ein Ticket kannst du bei uns auch kriegen, aber wir sind hier sitzen auch Menschen, die auch ein Telefon abnehmen. Sehr schön. Also wir sind bei Blaupunkt, das ist der Matthias und du hast das Ganze mitgegründet hier mit dem Thema Fahrrädern. Ihr habt angefangen mit diesen, ich sag mal, Retro-Autoradios. Das ist ein mega Thema. Das kann man, glaube ich, hier vorne sehen. Ihr macht auch, ich war zuletzt in einem Concorde drin, da wart ihr Erstausrüster, mal für solche Navigationssysteme und so weiter. Aber ihr habt auch die Legenden gemacht, nämlich ihr habt eine Abteilung, die heißt Retro-Car-Audio und dort gibt es die Ur-Radios, zum Beispiel Bremen. Bremen, Frankfurt oder auch das Hamburg jetzt ganz neu. Wir decken damit 80er, 90er Jahre ab und es wird auch demnächst auch eins von den 70er Jahren kommen. So, und dann komm, dann gehen wir mal rein, gucken uns das an und schauen uns mal an, wie das Ganze aussieht. Ihr habt ein elektronisches Schloss, das ist ganz gut. Ja, das ist gut. Und dann klingeln wir mal gerade. Sag mal, ist das schön, wenn man, ich sag mal, Produkte neu entwickeln kann, die den Leuten Spaß machen? Das ist jetzt eine Suggestivfrage. Aber genau, das ist natürlich ein Produkt, das macht Spaß, gerade wenn man mit Auto ein bisschen affin ist oder auch wie mit den Fahrrädern, wenn man Spaß dran hat. Ne? So, hier geht's weiter. So, da vorne ist der Kicker. Und das sind, ist das hier eine Originalwerbung von damals eigentlich hier? Das sind die Werbung von früher. Ich möchte mal sagen, die sind ungefähr ja, 70 Jahre alt, ungefähr, die Bilder. So wurde früher das Logo auch gespielt. Sag mal, habt ihr mal überlegt, solche Radios, die ganz alten, auch mal als Retro rauszubringen? Ja, wird es geben. Wir bringen hier ein Frankfurt Stereo mit diversen Blenden. Ist alles noch nicht ganz so spruchreif, aber wird ja, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres kommen. Speziell für ja, Fahrzeuge 70er Jahre. So, und ihr teilt euch auch nicht hier diesen Raum mit 37 anderen Firmen? Das ist euer Gebäude, Blaupunkt? Das ist unser Gebäude. Hier haben wir den Vertrieb. Das ist der internationale Vertrieb oder auch online. Dann haben wir hier den Einkauf und den, ja. Ihr verkauft die weltweit mittlerweile, die Autoradios, weil die natürlich auch in Amerika, das sind sie hier. Die sehen aus wie die alten Radios, teilweise alt, teilweise neu. Das ist eins hier, so in Bremen. Hier haben wir eins, ne, davon. Wir können mal ein Stück weitergehen, Sven, da kann ich dir mal eine Übersicht zeigen. Jetzt bin ich mal gespannt. Programm. Hier haben wir ein Frankfurt, das ist aus ungefähr, hier stehen wir Jahreszahlen neben geschrieben, ungefähr 1992 aufwärts, gerade BMW E30, E36 und so weiter. Nochmal, da vorne steht DAB. Ja, das gab es früher noch nicht. Nein, das Radio, wir sagen immer altes Kleid, aber neueste Technik hier mit DAB, mit Bluetooth. Hinter der früher war hier eine Kassettenklappe, heute ist hier hinter ein USB-Slot oder ein SD-Slot. Ja, dann haben wir hier in Bremen, wurde mal verbaut beim 911 im Porsche, ab 86 gibt es das. Oder gab es das? Das gibt es ganz neu. Ach, das habe ich jetzt kapiert. Das heißt, ich habe jetzt einen alten Porsche, da willst du dir ja nicht ein neues, ich sag mal, ein brandneues Autoradio, was gar nicht zum Auto passt, sondern du willst eins haben, was es damals schon gab, aber du willst die Technik von heute. Ja, das ist ja auch, wenn ich ein H-Kennzeichen habe, da möchte ich auch ein Radio mit der zeitgenössischen Art, möchte ich von dem Fahrzeug ja erhalten, damit mein Fahrzeug auch möglichst original wieder aussieht. Und so ein Auto, so ein Radio wurde unter anderem beim 911er verbaut. Also möchte ich das Design auch wieder haben. Ich möchte da nicht irgend so ein blinky China-Gerät drin haben. Ja, und da bist du teilweise auch mit für dabei, also ja, um solche Produkte zu entwickeln. Das war ein Trend, mittlerweile werdet ihr sogar kopiert, natürlich nicht mit den Original-Blaupunkt-Teilen, sondern die gibt es auch im Internet. Man kann Sachen immer schlechter und billiger bauen, das geht immer, oder? Das sowieso, aber das Tolle ist, dass wir Original-Blaupunkt wieder zum Leben bringen. Das ja, heißt, die originalen Blaupunkt-Radios, die werden nachgebaut, das kann keiner, weil Blaupunkt gab es nur einmal. Ist die Endstufe auch, weil viele haben mich dann gefragt, ja, wenn ich das einbaue, ist das qualitativ auch richtig hochwertig? Ja, die Endstufen sind natürlich Endstufen von heute. Das sind High-Power-Endstufen, 4x20 Watt in Sinus und 4x50 Watt in Maximal. Also. Nochmal, 4x20 Watt Sinus? Ja. Wie viel Ohm? 6 Ohm, oder? 4 Ohm. 4 Ohm Lautsprecher. 4 Ohm Lautsprecher. Okay. Also die machen richtig Dampf, oder? Ja, absolut, okay. Absolut. Krass. Also heute viel gelernt. Schön warm hier, oder? Ja.
drin. So. Schon echt kühl. Also, wenn, ist halt auch der Wind. Genau. Ist der Wind. Wenn ihr so eine Fiete kaufen möchtet, ja, also entweder für 11,99 und du sagst, auch die, ich sag mal, diese B-Waren, die Kunden zurückgeschickt haben, das kennst du ja auch von Amazon, da gibt es ja auch B-Ware. Kaufe ich auch ganz oft, muss ich sagen. Da kann man nichts falsch machen, oder? Nee, weil manchmal ist es auch nur, dass die Verpackung kaputt ist oder die Bedienungsanleitung beschmutzt. Alle Fahrräder haben trotzdem volle Garantie. So, und ihr checkt die, bevor die zurückkommen. Das heißt, ihr nehmt den nicht den Karton, den der Kunde geschickt hat, sondern ihr guckt vorher noch mal rein, ist alles drin, ergänzt Sachen, die fehlen, richtig? Ja, wir packen die aus, gucken uns die an, checken die noch mal durch, stellen die ein, alles gut. Eine Frage habe ich noch, eine letzte Frage. Was ist denn mit Service? Das heißt, also wenn ich jetzt so ein Fahrrad habe, das geht kaputt, ich bin jetzt nicht der Schrauber. Habt ihr eine Werkstatt hier? Oder? Wir haben hier einen eigenen Service, eine eigene Servicewerkstatt. Der Vorteil ist, bei unseren Faltbikes, das faltest du zusammen, packst du den Karton, kannst du mit einem Paketdienst oder mit der Palette herschicken oder herbringen, kein Problem, herbringen, abholen. Es gibt ganz spezielle Lieferservice, also für Fahrräder, die kosten nicht mehr die Welt. Also man kann es sogar aufgebaut in einen Karton packen, die holen die ab und liefern die. Aber du sagst, man kann sie in einen ganz normalen Karton packen, das geht. Ja, wir haben ja einen Karton dabei, da liegt das gefaltet drin und damit wird es verschickt, teilweise mit einem Paketdienst oder mit einer Spedition. Ja, vielen, vielen Dank, Matthias. Und dir danke ich natürlich insbesondere. Hier ist noch ein Kollege. Du hast die gerade eine ganz große Anzahl an warmen Jacken organisiert. Ja, ja, es ist kalt heute draußen. Ja, stell dich mal vor, du bist ja. Ja, ich bin der Guido Helmer, der Guido von Blaupunkt, auch Original Blaupunkt, in Anführungsstrichen. Von damals? Von damals, von Bosch aus Hildesheim, genau. Du siehst noch so jung aus. Wie hast du das gemacht? Ja, das liegt in der Marke. So, wir werden noch mehr von dir erfahren. Bis gleich bei Blaupunkt. Tschüss.